Ja, kommen Sie bitte rein. Ich habe eine Frage, Sir. Gut, Detta, fragen Sie. Was ist der Tod? Das wollen Sie wissen. Tja, Detta, da stellen Sie wahrscheinlich die schwerste aller menschlichen Fragen. Viele sehen darin die Umwandlung in einen ewig währenden Zustand, der sich niemals verändern wird. Sie glauben, dass das Ziel des gesamten Universums ist. Sie glauben, dass wir uns dann in einem Garten Eden aufhalten werden, in dem immer Freude und Zufriedenheit herrschen. Andere sind wiederum fest davon überzeugt, dass wir uns mit dem Tod ins Nichts verflüchtigen. Alle unsere Erfahrungen, Hoffnungen und Träume sind mit einem Schlag weg. Was glauben Sie, Sir? Bedenkt man die wunderbare Komplexität des Universums, seine Perfektion, seine Ausgewogenheit in allen Dingen, Materie, Energie, Gravitation, Zeit, Dimension, muss ich einfach annehmen, dass unsere Existenz viel mehr ist, als Philosophie in ihr sieht. Das, was wir sind, übertrifft alle Maßstäbe, die wir uns mit unserem mathematischen Denken vorstellen können. Unser Dasein ist Teil eines Ganzen, das wir mit unserem Verstand, unserer Erfahrung nicht erfassen können. Wir sollten nicht freiwillig in den Tod gehen, Jean-Luc. Ja, ich bin Joyce Meinung, Jean-Luc. Wenn nur die Hälfte von uns überlebt, bin ich dafür gerne bereit, jedes Risiko einzugehen. Sie sollten nicht über unseren Tod entscheiden. Es ist falsch. Ja, das ist tatsächlich falsch. So eine Reaktion habe ich allerdings nicht erwartet. Computer, Commander Data für mich lokalisieren. Commander Data befindet sich auf der Brücke. So geht es nicht, Nagilo. Captain, wir sind frei. Wir haben das Loch verlassen. Es ist weg, Captain. Wir können die Selbstzerstörungssequenz abbrechen. Noch nicht, Nummer 1. Aber Captain... Wir warten. Wir sind frei, Sir. Sie müssen die Selbstzerstörung abbrechen. Mr. Crusher, Warp 6, beschleunigen, sofort. Captain! Das alles könnte immer noch eine Illusion sein. Commander Data, Bericht. Alle Navigationssysteme bestätigen, wir sind auf altem Kurs, Sir, und zwar mit Warp 6. Kanzler Troy? Captain, es ist nicht länger existent. Ich verspüre seine Gegenwart nicht mehr. 20 Sekunden bis zur Selbstzerstörung. Captain. Abbruch der Selbstzerstörungssequenz. Riker William T., stimmen Sie zu? Ja, hundertprozentig stimme ich dieser Entscheidung zu. Selbstzerstörungssequenz abgebrochen. Ein einfaches Ja hätte genügt, Nummer 1. Ich wollte jedes mögliche Missverständnis ausschließen. Ich verstehe. Sie übernehmen das Kommando. Er hat diesen Bluff bis zur letzten Sekunde durchgehalten, nicht, Sir? War es ein Bluff?